das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute geht es um Fußball. Es gibt einen wirklich spannenden und sehr gut gemachten Dokumentarfilm, der sich mit dem Thema Fußball auseinandersetzt, in einer Weise, wie es nicht alltäglich ist. Der Film heißt, wie im falschen Film, Geschichten aus dem Fußball. Da geht es um Diskriminierung. Und worum es da genau geht, das werden wir in der Diskussionsrunde jetzt gleich thematisieren. Zunächst aber möchte ich meine Gäste begrüßen. Da gibt es den Trainer der Street Boys von München, Michael Weinzierl. Herzlich willkommen. Hallo. Dann gibt es natürlich die Fußballlegende Jimmy Hartwig. Da ging es dem HSV noch richtig gut, als sie dort gespielt haben. Dreimal deutscher Meister, dreimal Vizemeister. Herzlich willkommen. Hallo. Und ich begrüße den Produzenten des Films, den wir uns jetzt intensiv angucken werden, Andreas Hellstab. Er ist der Produzent. Willkommen. Und liebe Zuschauer, um mal einen Eindruck zu kriegen, worum es in dem Film geht und wie er aufgemacht ist, da wollen wir uns mal einen kleinen Filmclip anschauen. Was ist Fußball für dich? Fußball, das ist für viele Menschen Leidenschaft, das Stadion, Fangesänge, die Emotionen, das Zittern, das Jubeln. Doch es gibt auch viele Menschen, die erleben das ganz anders. Winter 2013. Ein unbedeutendes Freundschaftsspiel des AC Mailand beim italienischen Viertligisten Aurora Pro Patria. Eine Gruppe von Fans reagiert auf jeden Ballkontakt der schwarzen Spieler des AC Mailand mit beleidigenden, rassistischen Affengeräuschen. Für Kevin Prinz Boateng ist das irgendwann einfach zu viel. Es ist mir sehr nahe gegangen. Es waren Emotionen, die man eigentlich nicht beschreiben kann. Es ist ein Schmerz, es tut weh. Ich weiß nicht, als Dunkelhäutiger, wenn du so beleidigt wirst, das kann man vielleicht als weißer Mensch nicht nachvollziehen. Frust, Wut, Enttäuschung, Aggression, kommt alles zusammen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich möchte hier nicht weiterspielen. Im ersten Moment war ich echt sauer. Also da war der Zorn, hat der Zorn gesprochen, da habe ich auch gesagt, ich möchte weg hier. Aber es hat sich nach zwei Tagen wieder gelegt, weil ich genau gedacht habe, nein, jetzt erst recht, jetzt möchte ich dagegen vorgehen. Im Fußball war es halt auch gang und gäbe, dass da Spieler mit dunkler Hautfarbe rassistisch beleidigt wurden, dass sie angefeindet wurden, dass Bananen flogen von den Rennen. Das war relativ normal, sag ich mal, in den 90ern. Also ich bin in Hamburg aufgewachsen, hier auch zur Schule gegangen und habe dann seit meinem 8. Lebensjahr Fußball gespielt. Ja, ich habe schon relativ häufig Erfahrungen mit Rassismus gemacht, insbesondere während meiner Jugendzeit, wo ich das eine oder andere Mal verfolgt wurde oder wo Freunde von mir verprügelt wurden und das war natürlich nicht so schön. Er schaffte es, er wurde Profi. In seiner Karriere spielte er für den Hamburger SV, für Mainz 05, für Borussia Dortmund und für Hannover 96. Ein Spiel aber wird er nie vergessen. Es ging um viel bei diesem Spiel Hannover 96 gegen Cottbus. Es ging um Aufstieg in die zweite Liga und wir waren drei Dunkelhäutige in der Mannschaft. Ich, Gerald Asamoah und Babacar Njai, die bei diesem Spiel auf übelste beschimpft, beleidigt wurden. Punkt war für mich dann da, wo wirklich 2 Minuten 20.000 Neger rausriefen, wo man wirklich sich irgendwo im falschen Film sah. Auch Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah erinnert sich noch gut an diese Partie. Also ich war damals 18, wenn du dann in ein Stadion bist und du dann von ganzer Stadion, gewissen Fans ganz beleidigt wirst und schnell mit Bananen beschmissen wird, dann als 18-Jähriger ist es schon schwer damit umzugehen. Ich könnte gar nicht fassen, was wirklich da abging. Auch viele Jahre nach dem Spiel in Cottbus ist dieses Thema noch immer aktuell. Viele Fußballer berichten von ähnlichen Vorfällen im Stadion. Jimmy Hartwig, Sie haben eben ein Achselzucken, habe ich bei Ihnen festgestellt. Wie viele Erinnerungen kommen bei Ihnen hoch, wenn Sie diese Äußerung der Profis sich nochmal anhören? Naja, viel, weil ich bin ja damit groß geworden. Ich bin ja in Offenbach in einem Viertel groß geworden, wo es viele dunkelhäutige Kinder, Besatzungskinder gab.
Und dann musst du raus, musst du aus deinem Viertel mal raus, du musst mal in die Schule gehen, du musst ja, da sind die bestimmt, ich bin immer geschlagen worden von einem Roma. Wie paradox das jetzt ist, die Roma sind ja auch verfolgt worden und werden heute noch beschimpft und die haben mich geschlagen. Also ich war noch niedriger wie ein Roma gewesen in meiner Jugend. Aber das, wenn ich das jetzt höre, wie die Jungs darüber immer noch wehtut, wenn ein Negerschwein beschimpft wird oder Neger raus oder husch husch und diese Affengeräusche oder die Bananen werden geschmissen. Es ist sehr hart. Es kommt mir wieder hoch, aber wie gesagt, ich habe ein breites Kreuz gekriegt und bin immer dagegen vorgegangen. Deswegen gehe ich heute auch mit diesem Film mit um und sage, das ist ein hervorragender Film, der ist gut gemacht worden, dass den Leuten mal den Spiegel hingehalten wird, wie dass wir eine globale Weltgesellschaft geworden sind. Jeder reist überall hin in die ganze Welt und wir sind überall Ausländer und haben andere Hautfarbe. Dass es immer wieder Menschen gibt, die so dumm sind und andere Menschen beleidigen, weil sie anders aussehen oder weil sie eine andere Art haben. Solange es diese Idioten, Entschuldigung, diesen Ausdruck, solange es diese Idioten gibt, wird es immer Rassismus geben. Ihr Vater war GI, amerikanischer Soldat hier, und Ihre Mutter ist Deutsche. Sie haben, wenn Sie sich das jetzt anschauen, wenn Sie das mit Ihrer aktiven Zeit vergleichen, gibt es heute noch, Sie sind ja auch noch viel in Fußballstadien, wie hat sich die Situation verändert? Hat sie sich verändert? Wie unterscheidet sie sich? Das ist schwer. Ich glaube, die Situation als solche hat sich nicht geändert. Der Rassismus ist immer noch da. Es ist leider immer noch da und man soll in viele Stadien gehen. Aber ich muss sagen, der Rassismus, es sind vielleicht 500 Idioten. Die anderen sind halt, die anderen 1000, die wollen ein gutes Fußballspiel sehen. Die respektieren die Leistung von einem Dunkelhäutigen. Es ist egal, wo der herkommt, er spielt Fußball, nur die Leistung soll zählen. Mhm. Aber immer wieder gibt es Vollidioten, die selber mit ihrem Leben nicht klarkommen. Mhm. Also müssen sie sagen, ich bin meinem Leben nicht klarkommen, was soll denn der Schwarze da unten, spielt hier Fußball, verdient hier viel Geld und ich nicht. Ich würde ihnen immer nur zugute heißen, dass sie dumm sind. Und ich sage, du hast alle Möglichkeiten in diesem Land, in Deutschland, was zu werden. Du brauchst nur eine Schule aufzupassen. Acker in der Schule. Du hast Talent, du kannst was machen. Aber ich kann mich ja nicht mehr hinstellen und kann sagen, die bösen Ausländer sind daran schuld, dass ich keine Arbeit oder so habe. Das ist Idioten. Mhm. Aber wir sind ja mit dem Film, wir sind auf dem Weg dahin, vielleicht den Gedanken im Kopf, der immer noch dumm ist. Herr Hetschlapp, jetzt haben Sie diese Dokumentation gemacht. Wie ist das Projekt gestartet? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, das hat so gestartet, dass wir als Organisation, als Show Racism the Red Card, in ganz Deutschland Workshops anbieten für Kinder und Jugendliche. Wir arbeiten in Fußballstadien, laden Schulklassen ein und arbeiten mit Kindern und Jugendlichen zum Thema Rassismus, Diskriminierung. Jimmy war da auch schon dabei. Das sind interaktive Workshops. Die Kids sollen selber quasi Ideen entwickeln, wie man mit so einem Thema umgehen kann, wie sie sich selbst positionieren können, was sie gegen Rassismus und Diskriminierung tun können. Also es ist ein präventiver Ansatz. Und wir haben festgestellt, wir brauchen ein zusätzliches Medium, mit dem wir arbeiten können. Und da ist die Idee entstanden, ja, einen eigenen Film zu drehen, einen Dokufilm. Zusammen mit dem Regisseur des Films, Timian Hopf, haben wir dann zusammengesetzt und angefangen, Gelder zu akquirieren für den Film und Leute anzusprechen. Jimmy war einer der Ersten, der zugesagt hat. Und dann kamen immer mehr dazu. Und so ist dieser Film entstanden. Und er soll eingesetzt werden in der Bildungsarbeit, ja, in ganz Deutschland. Sie sind ja dann auch auf die Street Boys zugekommen. Wie hat das auf Sie gewirkt, als das Projekt an Sie rangetragen wurde? Sie sind ja da auch Trainer und machen da mit bei den Street Boys. Wie hat das auf Sie gewirkt? Man muss ja erstmal erklären, wer die Street Boys überhaupt sind. Also die Street Boys sind der einzige Fußballverein in Deutschland, der in der DFB-Fußballliga mitspielt. Es gibt nur andere schwule Fußballmannschaften, die spielen so in Freizeitligen, aber wir sind wirklich der einzige Verein, der im normalen Ligabetrieb mitspielt. Und sich zum Schwulsein bekennt. Genau, also die Leute oder die anderen Vereine, gegen die wir spielen, die wissen, dass wir schwul sind oder die müssten es zumindest wissen. Wir haben ganz normalen Spaß, wie andere Vereine auch, Fußball zu spielen und wollen den Erfolg genauso wie andere Vereine auch. Waren Sie da erstmal skeptisch? Ich meine, man weiß ja nicht, was dann für ein Film dann bei rauskommt. Wie haben Sie sich auf dieses Projekt eingelassen? Nee, warum skeptisch? Also wir sitzen ja eigentlich im selben Boot. Also wenn man schwul ist und dunkelhäutige Person, denke ich mal, ist so das Thema. So eine Thema Gleichheit. Also, und es gibt natürlich auch Leute, die
gegen Schwule sind und wir haben da auf jeden Fall dabei sein wollen. Also wir sind da sofort dabei gewesen, haben gesagt, ja, kein Problem, stehen wir zur Verfügung, machen wir gerne mit. Ja, man muss ja auch erstmal wissen, können die das so rüberbringen, wie das sozusagen ihre Mannschaft sich dann auch wünscht? Da muss man ja erstmal so ein Grundverständnis haben. Wie haben Sie das geschafft, dass die Mannschaft da mitgemacht hat? Ja, wir hatten auch natürlich ein Vorgespräch, das gehört ja dazu. Wir haben den Rainer von den Street Boys dann hier besucht und haben ein bisschen über seine Befürchtungen auch gesprochen. Da ging es auch um die Frage, wie klischeehaft bildet man das ab? Und unser Ansatz war eigentlich zu sagen, ja, gar nicht klischeehaft. Also wir wollen, der Ansatz war auch zu sagen, wir wollen von vornherein, wir wollen nicht ein schwules Fußballteam, sondern eigentlich wollten wir erstmal die Amateurebene abgedeckt haben und dann sind wir über die Street Boys gestolpert und ich fand das irgendwie super und habe gedacht, okay, das versuchen wir einfach mal. Mhm. Nicht nur Amateurebene, sondern eben dann noch in München und ein Team, das von sich sagt, ja, wir sind ein schwules Fußballteam, obwohl bei euch ja nicht alle schwul sind. Ne? Es ist auch Hetero-Spieler dabei. Sind Minderheiten drin, zwei Heteros sind drin. Nee, sind mittlerweile schon dabei. Also, aber wie gesagt, Wir haben uns die Frage einfach nicht gestellt, wie soll das dargestellt werden, weil wir stellen uns ganz normal dar, da muss nicht irgendwie was dargestellt werden, dass wir schwul sind, sondern wir sind ganz normale Leute, da wird nicht mit irgendwelchen Puscheln oder mit irgendwelchen Röckchen gespielt, sondern es ist einfach ganz normal und von daher haben wir keine Befürchtungen gehabt, dass da irgendwas falsch in den falschen Hals kommt. Das wollten wir halt auch abbilden. Wir wollten eben quasi diese Amateurebene und den Kids auch zeigen, ein Stück weit, dass die sich damit identifizieren können. Damit die sagen können, okay, diese Szene von den Streepers, die kenne ich bei mir auf dem Acker genauso. Ne? Da wird genauso Fehlpässe gespielt oder Tore geschossen. Und da ging es um, ja, ein Stück weit die Kids da abholen, was sie eben von zu Hause kennen, nicht nur Hochglanzfußball zeigen. Was ich in Ihrem Film eben auch interessant finde, ist, dass es nicht nur darum geht, dass die Fans sozusagen diese rassistischen Äußerungen tätigen, sondern dass eben auch schwarze Fußballspieler diese Art des Rassismus und der Diskriminierung außerhalb des Spielfelds erfahren. Auch Publikumsliebling Hans Sarpay war Zielscheibe rassistischer Fans. Damals habe ich noch bei Fortuna Köln gespielt und wir haben in Cottbus gespielt, im Stadion der Freundschaft. Und ja, und dann spielst du da und die gegnerischen Fans werfen mit Bananen oder machen Affengeräusche und eigentlich sagt keiner was. Die Leute denken, dass die Farbigen, die Schwarzen, die aus Afrika kommen, dass die wie Affen sind und deswegen werfen die Bananen und rufen die Affengeräusche. Dabei sind es nicht immer nur Fans, die unerkannt im Stadion beleidigen. Jerome Boateng berichtet aus seiner Jugend. Auf meiner Seite habe ich halt gegen Jungen gespielt und der Vater stand genau daneben und hat halt dann die ganze Zeit reingerufen, mach's wie ihn fertig. Das und dann eben auf die Hautfarbe bezogen Ausdrücke und ja, ich konnte mich nicht aufs Spiel, sondern war einfach so erschrocken und war voll verunsichert und habe nur Fehlpässe gespielt. Mein Vater hat mich dann so in der Pause kurz zu sich genommen und hat gesagt, dass ich nicht darauf hören soll und einfach spielen soll und das vergessen soll, dass sie mich nur aus dem Rhythmus bringen wollen, weil ich halt einfach so gut bin. Jetzt ist oft die Diskussion, ist es im Osten der Republik schlimmer als im Westen in den Stadien? Sie haben als Trainer in Leipzig als erster westlicher Trainer gearbeitet. Wie war das damals für Sie? Also für mich war es in Leipzig nicht so schwierig gewesen. Ich bin nicht beleidigt worden, bis auf Cottbus. Das werde ich nie vergessen, das war mein 36. Geburtstag. Wir haben in Cottbus gespielt und ich bin aus dem Bus gestiegen und bin mit Steinen beschmissen worden, bin bespuckt worden und bin als Negerschwein tituliert worden. Ich durfte nicht als Trainer ins Stadion reingehen, sonst hätte ich mich gelünscht, habe sie gesagt. Also musste ich im Übertragungswagen vom damaligen Fernsehen sitzen und musste das Spiel von draußen betrachten. Deswegen, Cottbus ist für mich ein No-Go. Ich kann nur jedem raten, nicht nach Cottbus zu fahren. Ich bin auch froh, dass sie abgestiegen sind, dass dieser Verein nicht mehr stattfindet. Das sitzt so tief drin bei mir und es ist immer wieder, im Osten ist es natürlich schlimmer, wenn ich die ganzen rechtsradikalen Häufungen da sehe in gewissen Sachen, ist es sehr schade, dass da immer noch so ist. Im Westen ist West und Osten, das darf man gar nicht mehr nennen, Westen, Osten, wir sind ein Deutschland, aber es ist halt wirklich in den neuen Bundesländern
sehr noch mehr verbreitet mit den rassistischen Äußerungen wie hier bei uns im Westen. Sind die im Westen vielleicht mehr, ich sage mal, sophisticated? Das ist sozusagen im Westen, man sich klarer darüber ist, wenn man im Fußballstadion rassistisch sich äußert, dass die Konsequenzen einfach härter sind im Sinne von, man hat im Westen mehr zu verlieren als, ich sage mal, im Osten, wo es der eine oder andere, wo es dem nicht mehr so, wo es dem egaler ist. Es könnte so sein. Aber ich glaube, die meisten sind ja nach der Wende, glaube ich, auch geboren, die jetzt sind. Aber viele, die immer noch dieses DDR-Denken im Kopf haben. Mhm. Bei uns ist ja eine DDR viel besser gegangen wie jetzt. Also schon diese Äußerung allein schon müsste den Leuten in den Hintern treten. Das stimmt ja nicht. Ihnen geht es jetzt besser. Aber sicherlich, da drüben wird geschimpft. Sie werden auch härter bestraft, siehe Dresden. Mit welcher Geldstrafe da bestraft wird, nur der Verein, die Vernünftigen werden drunter leiden. Das ist ja das Schlimme. Und hier im Westen ist es, glaube ich, so, dass wir auch vom Reisen her, wir sind viel früher gereist, wir haben die viel früher mit den Leuten in Kontakt geraten. Dann geht auf einmal die Mauer weg, auf einmal spielt da ein Dunkelhäutiger. Das war ja, die sind aus Angola, sind ja DDR da gearbeitet, das waren ja Minderarbeiter, die spielen auf einmal da Fußball. Es ist sehr schade, dass es immer noch im Osten immer noch so dieses Denkschema gibt. Da müssen wir kurz in den Film reingehen, denn da passt, glaube ich, jetzt sehr gut die Frage, wer ist eigentlich Deutscher? Diese Frage stellen sich hier Fußballspieler und es ist eigentlich ganz sehr, sehr interessant, dazu zu hören. Also ich bin hier geboren, aufgewachsen, das ist natürlich mein Zuhause, aber ich habe mich nicht als so vollständiges Mitglied dieser Gesellschaft gefühlt, weil ich natürlich irgendwo immer irgendwie anders war. Da war ich 24, habe dann ein Angebot von der ghanaischen Nationalmannschaft bekommen und einige haben gesagt, warte noch mal, wenn du jetzt erstmal in der ersten Liga durchstartest, vielleicht kriegst du noch von der deutschen Nationalmannschaft ein Angebot, aber es war für mich dann so eine Sache, wo ich sage, ich werde auf gar keinen Fall für Deutschland spielen, weil ich mich nicht fühle als richtig als Deutscher. Mit diesem Gefühl war Otto Addo nicht alleine. In uns, auch beim Otto, glaube ich, ist es schon ein Stück so, dass wir uns doch wie Deutsche fühlen, aber dadurch, dass wir tagtäglich auch das mitbekommen oder gesagt kriegen oder fühlen, dass wir nicht wirklich zu 100% willkommen sind, dann fühlt sich natürlich nicht als Deutscher. Gerald Asamoah hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Dennoch hat er sich 2001 für eine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft entschieden. Ich wusste halt, dass die meisten Leute das akzeptieren werden, wenn ich jetzt ein Farbiger für Deutschland bin. Das war meine Motivation. Ich habe diesen Land gelebt. Ich fühlte mich sehr wohl in diesem Land. Trotz dieser negativen Sachen, was ich erlebt habe. Und deswegen habe ich gesagt, warum soll ich das nicht machen? Da ist jeder Mensch anders. Der Otto denkt so, der Hans denkt so. Aber für mich war damals einfach so, ich wusste, dass ich mich sehr wohl in diesem Land fühle. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Ich bin in Ghana geboren. Ich bin dann mit 12 nach Deutschland gekommen, habe mich aber in diesem Land verliebt. Ich bin schwächlich Sprache und meine besten Freunde sind alle deutsch. Deswegen fühle ich mich einfach in diesem Land sehr, sehr gut. Deswegen sage ich, wenn ich jetzt nach Ghana fliege, fliege ich nach Ghana und mache Urlaub und komme wieder zurück in meine Heimat. Ich bin in Deutschland geboren. Ich kenne gar nichts. Ich kenne jetzt zum Beispiel, ich war noch nie in Ghana leider, aber ich fühle mich auch als Deutscher. Es war immer, Jerome, das hast du gut gemacht, du bist Deutscher und hier und da. Aber wenn Jerome was Schlechtes gemacht hat, dann hat es geheißen, das ist afrikanisch und so emotional und dies und das. Was ist Deutsch? Das ist die Frage. Ich meine, blöd gesagt, früher hat man gesagt, man muss blond, groß und blauäugig sein, was völliger Blödsinn ist. Ich habe schwarze Haare, ich habe dunkle Augen, also, weißt du, dann passt ja bei mir auch nicht. Es gibt Leute, die immer noch nicht kapieren wollen, dass Integration wirklich angesagt ist und auch, dass wir Farben auch dazugehören können und dass wir auch für Deutschland tun können. Und wenn wir da in 2013 noch über diese Thematik noch reden, dann wissen wir, dass wir viel zu tun haben. Tja, für manche Leute werden jetzt hier die Klischees aufgebrochen. Die wissen überhaupt nicht mehr, wo sie sich hin orientieren sollen, weil eben Deutschland bunt ist. Und haben Sie während Ihrer Dreharbeiten, beziehungsweise wenn Sie in verschiedene Fußballregionen gehen, gemerkt, dass es da Vereine gibt, die sich mehr diesen Problemen geöffnet haben und dass es Vereine gibt, die das vielleicht gar nicht so wichtig finden? Ja, die Unterschiede gibt es definitiv. Es hängt zusammen mit der Professionalisierung des Fußballs, also ist ganz klar. Und das wäre auch eher der Grund für mich, aus meiner Wahrnehmung zu sagen, deshalb ist es im Westen anders als im Osten. Im Westen gibt es den Profifußball, in dem richtig ordentlich Kohle unterwegs ist. Da wird Champions League gespielt, im Osten halt nicht.
Und wir haben zum Beispiel, um ein bisschen den Osten in Schutz zu nehmen, wir haben ganz tolle Kooperationen mit Chemnitzer FC zum Beispiel, die ein akutes Nazi-Problem hatten dort in der Region, wahrscheinlich immer noch haben. Aber der Verein ist richtig hinten dran. Ne? Die sind dritte Liga und die geben da richtig Gas. Die machen präventive Projekte, die arbeiten mit Schulklassen, die arbeiten mit uns zusammen. Und also nicht immer auf so Klischee Schwarz-Weiß-Denken, Ost-West, das ist dann auch ein bisschen einfach, finde ich. Grundsätzlich mit den Vereinen sehe ich schon, dass die sich sehr gewandelt haben. Die nehmen das Thema präventive Projekte gegen Rassismus und Diskriminierung mittlerweile ernst, müssen sie auch, weil Rassismus ist echt eine schlechte Publicity für einen Verein und das schädigt einfach die Marke. Vereine verstehen sich ja mittlerweile als Marke und die wird dadurch geschädigt und ist weniger attraktiv. Wenn man zum Beispiel den Eindruck erweckt, es wäre gefährlich ins Fußballstadion zu gehen und die Leute nicht mehr kommen, tja, wer soll dann die nächsten Transfers bezahlen? Ne? Das ist echt eine gute Frage. Ne? Wie haben Sie das damals erlebt? Sie haben ja für viele Bundesliga-Vereine gespielt. Wie die damit umgegangen sind mit dem Problem? Also auch wenn Sie es in einem Spiel mal wieder abgekriegt haben? Also ich bin ja ein Kickers Offenbach, da habe ich angefangen mit 18 Jahren, bin ich da Profi geworden. Da spielte ja schon Erwin Kostede. Wir waren ja die ersten Dunkelleute in unserer Republik, die da Gas gegeben haben. Also ich habe da in der ersten Mannschaft nie Probleme gehabt, nur in der Jugend natürlich. Wie gesagt, ich komme da von so einem asozialen Viertel raus, da kommst du hin und diese mittelständische Familien, alles liebe, erzogene junge Kerle. Und die Eltern waren natürlich dagegen, dass ich Fußball spiele, dass ich in die Mannschaft da reinbreche. Und dann habe ich einen super Trainer gehabt, Kurt Schreiner hieß der, der hat gesagt zu den Leuten, es zählt nur eins, der kann Fußball spielen, ihr so nicht. Aber ja. Haben Sie aber auch so, dass das Management irgendwie dann auf Sie zugegangen ist, beziehungsweise mit Ihnen überlegt hat, wie man zum Beispiel Fans, die in einer Sektion dann im Stadion ausflippen, wie man die vielleicht besser kontrollieren kann? Gab es da... Nee, nicht so. Ich selber. Günter Netzer wusste, dass ich in meinem Kopf ein intelligentes Kerlchen bin, dass ich da selber mit umgehen konnte. Der war Manager beim HSV. Und es ist auch so, wir sind nach Kaiserslautern gefahren und haben sie mir Banane zugeschmissen. Ich hätte jetzt auch die Banane zurückschmeißen können, habe ich natürlich nicht getan. Ich habe die Banane genommen, habe sie gegessen und habe die leere Schale wieder anständig entsorgt. Mhm. Also nur so. Oder bei Bayern München, wo ich jetzt Fan bin von Bayern München, ganz großer Bayern-Fan. Ich oute mich jetzt, ist aber so. Und ich bin im Stadion da auch von diesem, im alten Olympiastadion, wo alle gerufen haben, Jimmy Hartwig, husch, husch, Nicker in Busch. Und da habe ich mich auch hingestellt und habe sie dirigiert. Mhm. Bis die gemerkt haben, ey, der dirigiert uns, wir singen da. Da war Ruhe gewesen. Mhm. Also nur so kannst du gehen. Alles, was gegen Gewalt erzeugt ja immer wieder das, was passiert. Mhm. Ich versuche das immer mit einem Lächeln zu machen. Es trifft, aber ich will es denen nicht zeigen, dass es trifft. Und ich glaube, das sollten auch viele andere Sportler machen. Nicht jetzt aber dagegen schreien, sondern versuchen, kommunizieren, einen Dialog zu finden. Nur so kriegst du sie. Mhm. Wenn du gegen sie aufschimpft und weitermachst, gibt es immer weiter Stress mit den Leuten. Bevor wir in die Werbung gehen, wollen wir uns noch einen Clip aus dem Film Was ist Fußball für dich? Nein, halt, wie heißt der Film? Der Film heißt... Im falschen Film heißt. Jetzt war ich im falschen Film. Diskriminierung im Stadion ist die eine Sache. Doch neben dem offenen Rassismus gibt es auch eine versteckte Art von Rassismus. Rassismus, der im Alltag passiert. In vermeintlich unbedeutenden Situationen. Ich war dann halt schon Jungprofi, war dann 19, 20, hatte schon einigermaßen ein schickes Auto. Und dann war es dann halt mal so, dass ich glaube, der Rekord war, dreimal am Tag angehalten wurde von der Polizei und richtig durchsucht wurde und Hände wie in Amerika vielleicht so auf Autohaube. Und ja, das war schon sehr, sehr extrem. Und es gab immer wieder extreme Situationen, wo ich dann mit Freunden in der Bahn war und der Schaffner geht an uns vorbei halt und hält dann nur mich an. Und meine Freunde gehen weiter durch, weil da die erste Klasse war. Die zweite Klasse war voll und wir wollten dann ein Ticket für die erste Klasse lösen, was man ja im Zug machen kann. Und bei mir macht er dann: Stopp, hier ist erste Klasse. Und das waren dann Situationen, wo man dann okay, wusste, warum. Ich habe so immer ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen, wenn die, wie gesagt, spielt jetzt keine Rolle, aus welchem Land oder welche Hautfarbe. Ich denke, wenn gewisse Leute dann einen Ausländer sehen, ist der immer so ein bisschen schon direkt abgestempelt. Ja, am Flughafen ist es eigentlich immer so, bei egal welchen Kontrollen, wenn ich nach Deutschland wieder einreise und ich bin ja sehr viel unterwegs, ist es eigentlich zwangsläufig so, dass die Leute vor mir eigentlich fast immer durchgewunken werden und
Bei mir wird halt noch mal ein bisschen genauer drauf geschaut. Du kommst irgendwo in einen Laden rein und die Verkäuferin guckt dich an und du fühlst schon, die denkt, du kommst da rein, du hast gar kein Geld, du willst irgendwas klauen und die beobachtet dich die ganze Zeit. Als blödes Beispiel, wie wir nach Stuttgart gezogen sind damals, wollten wir uns ein Haus angucken, außerhalb von Stuttgart. Die Vermieterin hat uns gesehen, hat mich gesehen, so vielleicht nicht ganz deutsch. Meine Frau, dunkelhäutig, eine, das Haus ist schon vergeben, obwohl wir wussten, dass das Haus nicht vergeben ist. Ich wollte einmal ein paar Leute nach dem Weg fragen. Entschuldigen Sie bitte, können Sie mir sagen, wo ich diese Straße finde? Ich konnte nur sagen, entschuldigen Sie, und da waren sie schon an mir vorbeigelaufen. Ich bin mir sicher, dass so etwas nicht passiert, wenn ein Weißer jemandem nach dem Weg fragt. Wie im falschen Film, Geschichten aus dem Fußball. Und jetzt wollen wir uns dem Thema Homosexualität im Fußball widmen, denn der Film widmet sich da natürlich auch, also zu einem großen Teil mit diesem Thema. Und jetzt, warum ist es so schwer, sich im Fußball zu outen als Homosexueller? Was würden Sie sagen? Es sind verschiedene Gründe. Also das größte Problem sind, glaube ich, die Fans und die gegnerischen Fans, denke ich mal. Also ich denke, die eigene Mannschaft wird im Großen und Ganzen kein Problem haben, aber die gegnerischen Fans könnten da eine Rolle spielen. Besonders dann, wenn irgendwie die Stimmung aufgeheizt ist, also wenn alles irgendwie ruhig bleiben würde, denke ich mal, wär nicht einmal so viel los. Aber im Fußball gibt es ja viele Emotionen. Die Spiele sind meistens knapp, die Stimmung steigt. Wenn es unten am Spielfeld rund geht, dann steigen natürlich die Fans mit ein. Und das kann natürlich ein Problem sein, wenn man als geouteter Fußballer mitspielt. Und aber was ist es, was dann dem Fußballspieler so schwer macht? Ich denke mal, das Problem wird ähnlich sein wie mit den dunkelhäutigen Spielern. Man wird halt dann sich irgendwelchen Attacken irgendwelche Attacken werden halt dann auf einen zukommen. Schimpfwörter, vielleicht würden dann bei Schwulen rosa Schlipper in den Ring geworfen werden, ja. Also irgend sowas. Also es kommt ja darauf an, wie man dann das als Person hinnimmt. Fußball ist ja nun auch ein Macho-Sport, gell? Ja, darf ich was dazu sagen? Ja, aber bitte, ja. Ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, man wird es erst erfahren, wenn sich in der Bundesliga der erste Schwule outet. Dann wissen wir, wie reagiert das Volk wirklich drüber. Jetzt spielt ihr nicht, ihr spielt jetzt in der Liga mit, aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, wenn es hart auf hart geht und es vorher schön gespielt habt, ihr führt oder die führen, das Ding ist erledigt und da kommt einer von euch und haut einen weg. Dann sagt er auf einmal, ey du schwule Sau, ey, wie kannst du mich umhauen? Ja? Das ist die Gefahr. Also auch sagt zum Neger, ey du Negersau oder irgendwas. Da darf man das nicht an sich rankommen lassen. Das ist schwer, natürlich. Aber ich glaube, erst wenn der erste Bundesliga oder ein namhafter sich outet in der Bundesliga, dann will man wissen, wie das alles vor sich geht. Mhm. Vorher ist immer so spekulativ. Also das Problem, in England hat es ja schon einen schwulen Fußballer gegeben, der sich geoutet hat, der hat sich ja dann erhängt, hat ja Suizid gemacht. Also es kommt natürlich sehr auf die Person drauf an, wie der damit umgehen kann. Also ich würde im Moment, ja, keinen raten, alleine da auf die Bühne zu gehen. Es sollten sich halt da mal eine Gruppe zusammentun und dann zusammen da in die Öffentlichkeit treten. Das wäre viel besser, als wenn einer alleine das macht, weil dann ist man nicht so als Einzelperson angriffsfähig. Aber ich glaube, der hat sich nicht gut, weil der hat sich geoutet, hat sich da erhängt. Ich glaube, das hätte mir auch passieren können. Er hat mich, erhängt. Das ist eine Sache der Person. Der war eben schwach. Er war schwach, er hat gewusst, er war schwul gewesen, er wusste, er muss stark sein in der Öffentlichkeit. Und jetzt kriegt er Breitseite, da war er schwach gewesen, das Leben zu nehmen. Hätte er das Ding durchgestanden, hätte er gesagt, ich bin schwul, jetzt gehe ich in England hier durch. Das wäre stärker gewesen. Also in Amerika gibt es ja den Fall, da hat sich einer geoutet, sogar ein Nationalspieler, soweit ich weiß. Der ist mal kurz von der Öffentlichkeit verschwunden, hat gesagt, er tritt zurück, er will nichts mehr zu tun haben damit und ist jetzt wieder im Profiverein tätig und hat super Rückhalt von den eigenen Fans. Also man hat nichts mehr gehört, wie es jetzt weitergegangen ist, aber es gibt auch solche Beispiele. Also Sie haben sich da ja dem Thema auch gewidmet.
Bevor wir uns den Clip angucken, wie wollten Sie dieses Thema angehen? Ganz normal. Wir wollten einen Amateurverein haben, wir wollten in dem Fall natürlich auch das Thema Homosexualität ansprechen, aber das in einem so normal wie mögliche Umgebung sozusagen rücken und das nicht skandalisieren, nicht sexualisieren, wie das ganz oft gemacht wird und das nicht zu so einem Skandalthema machen. Ich bin da auch immer skeptisch, was diese, also wie repräsentativ es sein kann, wenn sich eine bekannte Persönlichkeit äußert. Es geht ja um einen gesamtgesellschaftlichen Umgang mit so einem Thema und solange das immer noch in Schubladen gesteckt wird und immer noch als was nicht Normales quasi gebrandmarkt wird und solange im Fußball noch dieser Männlichkeitskult einfach vorherrscht, wo kein Mensch irgendwie sagen kann, was ist jetzt überhaupt, was ist denn so männlich, was macht den Fußball als Sport so männlich? Mein Rugby-Spieler wird wahrscheinlich drüber lachen oder so, was am Fußball so männlich sein soll. Trotzdem auch homosexuell gegeben. Ja, genau, auch schon walisischen zum Beispiel. Walisischen Nationen. Ja. Ne? Also wir wollten das Thema ganz normal darstellen, gucken, wie kicken die Street Boys, ja, ne? Wie kicken das, die Kreisklasse? Okay, dann schauen wir uns das mal kurz an, wie sie das angegangen sind. Bei den Street Boys steht ein wichtiges Spiel an. Nach einem schleppenden Saisonstart hofft die Mannschaft auf den ersten Sieg. Torwart Alex ist heute für die Spielerpässe zuständig und er hat es eilig. Vor dem Spiel muss er erst noch seinen Freund abholen. Hallo. Hi. Hey. Na? Ne? Ja. Gestern haben wir noch Dortmund angeschaut im ZDF. Ja, ich hab's gehört. War ja unser Spiel. Also, die waren ja fast so wie unser Gegner letzte Woche. Innerhalb von 10 Minuten 4 Tore. Aber diese Woche glaube ich nicht an eine Niederlage. Und bei dem Gegner erst recht nicht. Und sonst können wir uns echt Gleiter schießen oder diese so abhaken. Heute sind die Street Boys vollzählig und sie haben sogar zwei Auswechselspieler zur Verfügung. Letzte Vorbereitungen vor dem Anpfiff. Wir fangen wie folgt an. Alex im Tor ausnahmsweise. Vielleicht hältst du halt auch mal einen. Alex erinnert sich an einen Fußballnachmittag in der Jugend, der für ihn wegweisend war. Wir waren im Hallentraining in der Wintersaison, haben da in einer kleinen Halle auf Bierbänke 3 gegen 3 gespielt, immer so 3-4 Minuten. Und es war keine Stoppuhr da. Und ich hatte mein Handy dabei und habe halt da eine Stoppfunktion gehabt und habe gesagt, hey Jungs, nehmt mein Handy und nehmt damit die Zeit. Habe natürlich nicht dran gedacht, dass die meine SMS dann lesen. In der Zeit habe ich mich selber so auch gefunden und habe halt auch für mich gesagt, dass ich halt eben mehr auf Jungs stehe. Da war halt dann dementsprechend ein Kontakt drin und mit dem ich auch länger SMS geschrieben habe und dadurch ist es eigentlich rausgekommen. Das war eigentlich das Coming Out im Verein. Das war so mit 14, 15 rum, also auch relativ früh. Und da ist es dann eigentlich akzeptiert worden und nicht weiter drüber gesprochen worden. Im späteren Verlauf, also wie gesagt, es ist ein Dorf. Und da gibt es immer ein paar, die einfach noch etwas altmodisch denken. Und da kam dann in der Spruch in der Dusche von wegen, Vorsicht steht hinter dir, jetzt nicht bücken und sowas. Aber da stand ich dann drüber und dachte mir einfach nur, ihr interessiert mich eh alle nicht. Alex steht offen zu seiner Homosexualität. Gerade im Männerfußball noch immer eine mutige Entscheidung. Schwul sein und Fußball spielen, das ist für viele ein heikles Thema. Doch in seinem Verein muss Alex keine Angst vor Beleidigungen haben. Fast alle, die hier auf dem Platz stehen, sind homosexuell. Die Street Boys sind das erste schwule Fußballteam in Deutschland, das im regulären Ligabetrieb spielt. Und heute läuft es ganz gut. Hat das nun geholfen, dass der Thomas Hitzlsperger, ja, einer der bekanntesten Spieler, die sich also jetzt geoutet haben, aber nach ihrer Karriere, hat das geholfen? Wen? Eine größere Toleranz homosexuellen Spielern beim Fußball entgegenzubringen? Was gut war, ist, dass es überhaupt mal in der Öffentlichkeit diskutiert worden ist. Das war mal ganz, ganz wichtig, dass man sieht, okay, es gibt auch in dem Bereich schwule Leute. Überall in anderen Bereichen was ist ja mittlerweile gang und gäbe, dass die Leute schwul sind, ob in Politik, ob beim Fernsehen. Von daher war es einfach wichtig, dass mal das Thema diskutiert wird. Ob inwieweit das gut getan hat, weiß ich nicht. Ich bezweifle auch, dass dadurch, ja, wie soll ich sagen, also ich würde einfach sagen, die Leute sind einfach offener, etwas offener geworden dafür. Und
als Erster sich zu haben, ist immer schwer. Wenn jetzt weitere kommen würden, würde es nicht so diskutiert werden. Das ist Wie ist denn das mit Sponsoren? Ich meine, das ist ja auch etwas, worüber ein Fußballspieler nachdenken muss. Würden Sie befürchten, dass jemand, der sich als homosexueller Fußballspieler outet, Nachteile bei der Findung von Sponsoren hat? Gehe ich von aus, ja. Also entweder, wenn er einen Werbevertrag Angebote kriegt, soll er schon mit den Werbeleuten gleich klar sprechen, was auf sie zukommen könnte, wenn er sich outet oder wenn er rauskommen will, dass er homosexuell ist. Dann würde ich aber sagen, dann ist die Werbeagentur, muss in die Pfanne kloppen. Das ist dann das allergrößte Frechheit, dann jemandem keinen Werbevertrag zu geben. Es zählt ja die Person. Es geht nur auf die Person. Ist egal, ob der hetero ist oder schwul ist oder lesbisch ist. Darf keine Rolle spielen. Aber glauben Sie, dass diese Angst bei den Fußballspielern auch da sein könnte, dass wenn er sich outet, dass er dann... Ich glaube nicht in dem Moment, dass er an die Knete denkt, ob er Werbevertrag kriegt oder nicht Werbevertrag. Es geht einfach darum, habe ich den Mut, jetzt mich zu outen? Mhm. Ich habe jetzt ein Beispiel gemacht, ich war jetzt in Göttingen gewesen, da ist ein Theaterstück, steht da ein Mann, heißt das Theaterstück, und da haben die im Umkleideraum ein Theaterstück aufgeführt und haben andere Vereine gefragt, ob es möglich wäre, ihnen das Theaterstück zu zeigen, wie homosexuelle Spieler miteinander umgehen. Mhm. Da hat ein Präsident gesagt, nein, bei uns wird das nicht stattfinden. Es gibt bei uns im Verein keine Homosexuellen. Sowas gibt es einfach nicht. Also sehen wir, welche Widerstände da noch da sind. Ja. Und da können wirklich nur Spieler, die jetzt in der Bundesliga noch spielen oder vielleicht Nationalmannschaft, ich weiß es nicht, wo noch einige homosexuellen Spiele sich zu outen, dass da der Weg aufgeht. Aber die meisten Vereine haben ja Angst vor ihrem Nachwuchs, vor Jugendlichen da zu sprechen, also totaler Blödsinn ist. Ich glaube, dass die Leute halt gern den Weg des geringsten Widerstands gehen. Ja. Und wenn man sich halt outet, dann gibt man sich halt preis, dann hat man eine Angriffsfläche. Und wenn man jetzt halt für sich bleibt und sagt, okay, eigentlich geht es ja keinem an, ob ich jetzt Männlein oder Weiblein lieb, hat man halt keine Angriffsfläche und ist so safe. Safe nur so lange, wie das Parallelleben funktioniert. Ne? Ja, aber ich denke mal, wenn jemand schwul ist und Fußballspieler ist, das wird schon so professionell geregelt sein, dass das sicher bleibt. Klar, es besteht immer die Gefahr, dass es rauskommt, aber die werden da schon irgendwelche Leute im Hintergrund haben, die das handeln. Also ich... Kann ja nicht sein. In der ganzen Welt, über in alle Schichten, wie er schon gesagt hat, Politik, Fernsehen, überall. Ausgerechnet im Fußball gibt es keine Homosexuellen. Also klar gibt es welche. Es gibt genügend. Witz. Ja. Also, aber wie gesagt, wir sind gefragt, nicht die Spieler oder die Homosexuellen, sondern die Bevölkerung draußen ist gefragt und sage, Mensch, uns ist doch, Entschuldigung, also scheißegal, ob der schwul ist, der steht sein Mann, der spielt Fußball, der macht seinen Job, der liebt eben einen Mann. So muss man mit der ganzen Sache umgehen. Und solange das nicht ist, hätte ich auch ein bisschen Probleme. Wie ist das bei den Jugendlichen, denen Sie die Filme zeigen? Wie ist da so die erste Reaktion? Ja, es ist immer ganz spannend zu sehen auf diese Kussszene zum Beispiel, wie die damit umgehen. Ja, also da schon ein bisschen Ungläubiges zu schauen und dann auch Irritation wollten wir natürlich auch erzeugen dadurch. Und halt auch ein bisschen Unkenntnis kommt da zum Vorschein, dass den Kids ist einfach nicht bewusst, dass da Leute zusammenspielen, die sich selbst einfach so als wir sind eine schwule Fußballmannschaft darstellen. Und da wird auch darüber diskutiert in den Klassen, das ist total spannend. Dann gibt es ganz schnell so die verschiedenen Gruppen. Die einen sagen dann, ja, warum spielen die denn, warum schotten die sich so ab? Warum spielen die nur für sich? Das ist doch auch quasi kontraproduktiv. Und die anderen sagen ja, eigentlich ist es traurig und so. Und solche Diskussionen wollen wir ja anstarten. Spannendes Projekt. Ich danke Ihnen an dieser Stelle, dass Sie hier waren. Zeit ist um, aber ich glaube, dass das noch lange ein Thema bleiben wird. Und ich bin gespannt, ob sich da ein Bundesligaspieler mal wirklich öffentlich outet. Das bleibt abzuwarten. Wir werden die Weltmeisterschaft abwarten. Ja. Vorfälle wie gegen Kevin Prince Boateng zeigen, im Stadion ist jeder gefordert, um Rassismus und Diskriminierung entgegenzutreten. Egal, ob auf dem Platz oder in der Fankurve. Also als ich den Ball in die Ränge geschossen habe und dann vom Platz gegangen bin, dann ist das Ganze andere. Also die ganzen normalen Fans sind aufgestanden und haben mir applaudiert. Alle sehr, sehr positives Feedback, sofort auf dem Platz. Die Mannschaft ist mir hinterhergelaufen. Das war natürlich nochmal ein i-Tüpfelchen drauf, dass sie mich unterstützt haben. Das ist nicht nur in Italien so und nicht nur in anderen Ligen so, sondern es findet auch in Deutschland statt. Diese Leute haben in den Fußballstadien meiner Meinung nach nichts zu suchen.
vor allem auch nicht, dass es dann dazu führt, dass die Jungs sich irgendwo in ihrer Leistung gehemmt fühlen. Wenn das jetzt vielleicht mal auch in Zukunft passieren wird in den Fußballstadien, kann man ja nicht ausschließen, dann geht es womöglich auch darum zu sagen, okay, man weist den Schiedsrichter darauf hin oder den Verantwortlichen, dass es dann vielleicht auch eine Lautsprecheranzahl gibt im Stadion. Wir sind alle gefragt. Alle Fußballer sind gefragt, alle Vorbilder sind gefragt, da was dahin ranzugehen und sagen, Mensch, Jungs, komm doch ins Stadion, um ein schönes Fußballspiel zu sehen. Wir wollen da nicht alles kaputt machen mit euch. Da müssen alle zusammenhalten. Ja, mit demjenigen, der betroffen ist, diese Dinge anzusprechen oder vielleicht auch mal drüber zu sprechen, hilft den Betroffenen schon meistens. Und dass man da auf jeden Fall eine starke Gruppe bildet und nicht unbedingt diesen ganzen Ärger in sich hineinfrisst und sich dann immer kleiner macht in seinem Schneckenhaus, sondern dass man rausgeht und irgendwo auch Stärke zeigt. Die Leute, die halt die Leute angreifen, die vielleicht eine andere Hautfarbe haben, die sind dann ganz schnell ruhig, wenn die sehen, da kommt Gegenstand. Aber wenn sie sehen, da kommt nichts und man kann einen einschüchtern, dadurch, ja, dann machen sie weiter. Wenn ich auf der Tribüne stehe und der Fan neben mir ruft sowas, dann bin ich derjenige, der ihm am nächsten steht und ihn direkt darauf hinweist und ihn auch zurechtweist. Und wenn das ganz viele machen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das so nochmal kommt. Es muss immer erst einer einen Unterschied machen, dass andere ihm folgen. Viele Menschen haben vielleicht gedacht, was ich gemacht habe und deswegen folgen sie dir. Und deswegen ist es ein gutes Gefühl, dass ich sehe, dass viele Menschen mich unterstützen, auch andere Fußballer, auch andere Superstars, die mich alle unterstützen und die das Gleiche denken wie ich. Zum Beispiel so ein Fall wie bei Kevin Prince-Boateng war, wie er dann gesagt hat, ich verlasse den Platz, ich würde meinem Mitspieler definitiv folgen, weil ich glaube, wie gesagt, nochmal, das sind Dinge, die einfach nicht in den Fußball gehören, die nicht passen. Und wie gesagt, ich stehe da voll und ganz hinter bzw. vor meinem Mannschaftskollegen und unterstütze ihn mit allem, was ich kann. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven.